Moin, 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 moin. Ja, es ist mal wieder soweit. Es gibt ein Unboxing-Video. Jawohl. Ja, wie gesagt, ich packe das heute erstmal aus, was ich jetzt hier habe. Das habe ich von Amazon. Bestellt habe ich das bei einem Händler. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. BQEL.de heißt der Händler. Also BQEEL. Direkt.de. So heißt er. Ob das jetzt BQEL oder so oder irgendwie so ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gestern bestellt und heute da. Ging richtig flott. Und ja, es handelt sich hier um eine Android-TV-Box. Ja, aber die packen wir jetzt erstmal aus. Ne, das packen wir erstmal schön aus. Ich werde dazu auch noch am Video machen, so einen Erfahrungsbericht mache ich darüber, wie gut sie ist. Und was man damit so alles machen kann. Ja, es sind ein paar Sachen da auch drin vorinstalliert. Beziehungsweise ich sage erstmal, das ist die BQEL M9C Pro. Android Smart TV Box. So heißt sie genau. Und das sind halt auch noch ein paar Dinge, die kann ich auch gleich mal vorlesen, weil das kann ich mir alles nicht merken. Deswegen, ich muss aber ab und zu mal auf mein kleines Handy schauen und mal gucken, wie die ganz genauen Bezeichnungen so sind. Ne? Das ist meine erste Smart-TV-Box. Ich habe noch nie eine gehabt. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt wird es mal Zeit für eine. Ne? Gut, jetzt gucke ich erstmal, dass ich ja irgendwie nicht zu viel zeige. So, wir haben da drin eine Werbung. 25-Euro-Gutschein für Schuhe. Ist wahrscheinlich so. Die Schuhe bekommt man 25 Euro, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es richtig halte. So, ne, glaube ich. Ob ich 25 Euro Gutschein und die Schuhe kosten wahrscheinlich 3000 Euro oder so. Gut, oder keine Ahnung. Brauchen wir nicht. So, und hier haben wir das gute Ding. Muss ich ein bisschen umdrehen. Ich muss ein bisschen umgekehrt denken. Ich habe die Kamera so komisch aufgebaut hier. Ja, das ist die M9C Pro Internet Media Player Android TV Box. 4-Core 64-Bit, 1 GB DDR-RAM und 8 GB ROM. Das Ganze natürlich auch 4K-fähig. Und das packe ich jetzt erstmal ganz gemütlich aus. Jetzt habe ich ganz umsonst mein Messer hier mit hergeschleppt. Gut, wir können ja noch mal kurz gucken, was steht denn hier alles noch. YouTube, Skype, Facebook, Netflix, Kodi. Ja, Kodi ist auch drauf. Das ist schon vorinstalliert, das Kodi. Geile Sache. Ich hatte mir schon überlegt, ja, mein Gott, wie haue ich Kodi drauf? Aber da hat der Tom nicht richtig gelesen. Kodi ist schon drauf. Super. Ja. Audio-Output via HDMI. AmiGo. Was ist das? Ich brauche echt eine Brille. Amlogic, heißt das Amlogic? Amlogic, ne, nicht ein I. Amlogic S905X Quad-Core ARM Cortex A53 CPU. 2 GHz. Mein Gott. Ich mache einfach mal hier kurz so. Ich hoffe, die Kamera zoomt das auch richtig, weil ich kann das echt nicht erkennen. Ich bin älter geworden, meine Augen waren nicht mehr so. Das ist alles scheiße. Auf jeden Fall, die Box kostet 39,99 oder 39,95, wollen wir mal kurz gucken. Zurzeit 38,99. So. Ja, die sieht ja aber niedlich aus. So, die packen wir die gleich mal aus. So. So sieht das schöne Ding aus. Hier hinten haben wir jetzt mal die ganzen Anschlüsse. Muss ich mal über Kopf machen. Ich glaube, das ist da 5:1. Oder das ist, glaube ich, der optische, ne? Optische Sound-Eingang oder Ausgang. Strom, da haben wir. Das finde ich nämlich richtig gut. Ich kann das über LAN anschließen. Und weil mein WLAN ist hier zu Hause extrem billig, voll scheiße. Und ja, funktioniert halt leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Nee, das ist nicht der Strom, das ist für die Fernbedienung. Das ist der Strom hier. Hier ist der Strom. Das ist für Fernbedienung, glaube ich, AV. Gut. Mehr haben wir hier hinten nicht. Wir haben hier noch einen Kartenschlitz für, ich denke mal, das ist für Micro-SD. Und zweimal USB haben wir hier auch noch. Schöne Sache, schöne Sache. Ja.
Das ist schon mal das. Gucken wir nochmal weiter, was wir hier haben. So, dann haben wir einmal Ström, der Ström. Ne, das können wir natürlich sehr gut gebrauchen, Ström. Richtig schön ist auch ein HDMI-Kabel gleich mit bei. Feine Sache. Dann haben wir hier natürlich eine Fernbedienung. Schönes Ding ist da auch mit bei. Ja, da freue ich mich. Und einmal ein RGB-Kabel, ist glaube ich RGB, ne? Mit, ich glaube mal 3,5 mm Klinke. Ja. Da muss ich natürlich auch nochmal gucken, was ist. Da kommt aber auch noch ein Video. Da stelle ich euch doch mal ganz kurz vor, wie ich das angeschlossen habe. Und ja, wie ich das so finde und wie ich damit so zurechtkomme. Auf jeden Fall bekommt schon mal der Versender, also der Shop-Betreiber von mir, wo ich das her habe, schon mal beide Daumen nach oben wegen der extrem schnellen Lieferung. Wie gesagt, gestern bestellt und jetzt haben wir es 15.40 Uhr. Ja, knapp vor 10 Minuten war der DHL-Mann da. Ja, habe ich da noch irgendwas vergessen? Genau, ihr könnt ja mal bei dem Shop Bequell vorbeischauen. Ich werde alles einfach mal in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr einfach dann mal raufgehen und selber schauen. Hat natürlich noch mehr Produkte, nicht nur hier diesen M9C Pro. Ich will immer hier hinten zeigen, aber da ist mein Bauch. Hier. Ich werde auf jeden Fall alle wichtigen Links in die Videobeschreibung kloppen und dann könnt ihr euch da mal ein bisschen umschauen. Ja, okay. Auf jeden Fall schönes Ding. Toller Versender, guter Shop. Wir sehen uns später. Bis dann. Tschüss.